So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von ATS. Und zwar einer etwas besondereren Aufnahme, denn, wollen wir mal ganz kurz gucken hier. Erstmal mit dem Mikrofon ordentlich. So. Jetzt wollen wir mal kurz gucken hier. Wir haben das da. Aha. Yeah. Ja, es gibt nämlich eine neue Version. Und zwar die 1.46. Also ihr wisst, das ist natürlich etwas länger, ne? Ganz klar. Und ich habe extra mit dieser Aufnahme, deswegen hatte ich ja letzte Woche noch mal ein bisschen Mindclone aufgenommen, gewartet, damit wir nämlich jetzt mit der neuen Version spielen können. Und actually ist diese Version 1.46 schon etwas länger draußen. Ich habe aber noch länger gewartet, weil ich nehme mich noch auf das Texas. Tada! DLC gewartet habe. Ja, das heißt, wir können jetzt endlich. In die große, weite Welt von, naja, Ostamerika fahren. Also, der erste Zipfel, der da raushängt, quasi. So, mal schauen. Ah, aktualisiere Inhalt, ist natürlich klar. Und tatsächlich ist dieses DLC, dieses Texas DLC, das größte bisher. Also in jeder Hinsicht. Wenn wir mal hier auf die Welt gucken, wo ist denn die Welt? Ich sehe mit meinem Mikrofon. Also es gibt erstmal, hat sich an dem Spiel an sich schon viel, viel geändert. Ne? Man sieht hier schon ein neues Icon im Fotomodus, der wurde auch überarbeitet. Die GUI sieht anders aus, zeige ich dann vielleicht mal ein bisschen im Spiel. Ansonsten, ich suche gerade die Weltkarte. Da ist sie doch. Ja. Kam hier unten ein großes Stück dazu. Und ne, ich hatte letztens, habe ich ja komplett verpennt, dass hier was dazu kam. Ne, das ist mir nur irgendwann aufgefallen, hä, wieso waren wir hier noch nie? Weil wir halt hier überall anders lang gefahren sind, aber in Montana waren wir halt da noch nicht, weil ne, als das DLC rauskam, kam es halt erst raus. Und als es dann rauskam, habe ich es halt überhaupt nicht gemerkt und habe mich dann nur gewundert, warum wir hier einen großen Fleck haben, wo wir, wie gesagt, noch nicht waren. Und hat mich dann ein bisschen so bei der Streckenführung ein bisschen durcheinander gebracht. Aber diesmal habe ich extra, ne, mich informiert, also halt vorher schon gesehen bei diversen YouTube-Videos, dass Texas rauskommt, also hier Announcements und so. Und wie man schon sieht, ich meine, hier hat man so eine kleine Weltkarte, hier diese etwas weicheren Linien sind ja immer diese Grenzen zwischen den Maps. Und hier sieht man schon, ne, das ist so eine Map. Ja, Map. Und Montana ist halt hier. Dann geht halt hier die Grenze lang. Und das war halt das letzte DLC, was auch dieses Jahr rauskam. Und die haben halt alle so, ne, eine gewisse Größe. Aber Texas ist halt einfach riesig. Es ist riesig im Vergleich dazu. Und das merkt man auch bei der Speichergröße, während alle anderen DLCs, also Montana war bisher das größte, das hat glaube so 300 oder 400 Megabyte gehabt. Und das Texas DLC hat einfach mal 600 Megabyte. Blieb das Spiel schon ganz schön auf. Ach so, übrigens, ich wollte, wie wir. Ich habe natürlich mir, ne, also ist jetzt hier keine piraterische Aneignung, weil ich spiele das Spiel ja nicht legal über Steam gekaufterweise, sondern ich habe mir das Spiel ja illegal gedownloadet. Also heißt halt über die Torrent-Seite deines Vertrauens. Aber ich habe mir natürlich auch, ja, wir können ja mal hier kurz, Windows, wo ist denn mein Windows? Meine Kameras. Das müsstest du sein. Genau. So, wir können mal hier kurz bei mir bei Steam reingucken. Steam, American Truck Simulator.
So, jetzt spielen wir die Steam-Version. Ja. Ich habe dieses Shift-Tab unten hier noch nie benutzt. So. Ja, man sieht, ich habe hier mit noch nicht so viel gespielt. Das sind zwei lokale Konten von mir. Das ist ein Konto, wo ich mit World of Trucks verbunden bin. Egal, interessiert uns gerade nicht. Was uns eher interessiert ist, ich habe natürlich auch über Steam die richtige Version gekauft. Ja, also auch in Steam habe ich tatsächlich, man sieht hier schon, sortiert nach Eigentum und es ist alles blau. Auch die Texas DLC Mod, also das Texas DLC habe ich auch gekauft. Ja, also ne, immer schön ruhig bleiben. Es ist alles, ich habe für alles bezahlt. Ich spiele halt nur deswegen nicht die Steam-Version, weil die Steam-Version für mich halt technische Nachteile bietet. Zum einen funktioniert halt hier dieses Umbiegen des Home-Verzeichnisses. Das funktioniert halt mit der Steam-Version so überhaupt gar nicht. Andererseits hatte ich auch früher Probleme mit der Auflösung. Die habe ich jetzt behoben bekommen. Das Spiel läuft jetzt in 4K, wie man ja gerade gesehen hat. Ne, früher wollte es ja immer auf allen Bildschirmen sich anzeigen. Da muss ich erstmal manuell in der Config-Datei die Auflösung ändern. Um das zu umgehen. Ja, also wie gesagt, ich habe die Steam-Version, ich habe auch alle DLCs, auch für den Euro Truck Simulator. Aber wie gesagt, wir spielen trotzdem nicht mit der Steam-Version. Ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Harry, mal wieder mein Bart schneiden. Ist es aber nicht so, dass ich sagen würde, oh, ich spiele illegal, weil wie gesagt, ich habe mir die ganzen Titels gekauft. Ja, also immer schön Ball flach halten, wenn da jemand so kommt. Genau. Jo, das heißt, wir können jetzt endlich, wenn wir wieder in den Kameramodus schalten hier, so. Das heißt, wir können jetzt endlich in Texas spielen. Ich bin schon so aufgeregt. Ich habe privat ja schon mal ein bisschen reingeguckt, weil noch bevor das Texas DLC rauskam, hat man so an den Grenzen zu Texas teilweise schon, wenn man No Clip aktiviert hat und durch die Grenzen durchgefahren ist, hat man schon gesehen, dass sie da schon viel gebaut haben. Also, dass da noch was Großes kommt. War natürlich nur so paar Kilometer die Grenzen lang. Also, weiß nicht, dass da ganze Städte aufgetaucht sind. Wobei, teilweise, gucken mal kurz, was sichtbar war. Hier der Bereich war sichtbar, glaube. Hier die Straße war ein bisschen sichtbar. Das hier war weitestgehend sichtbar. Hier war sehr viel sichtbar. Das ging, glaube ich, bis hier hinten irgendwo. Also hier hat man auch schon sehr viel gesehen. Dieser gesamte Straßenstrang, der war schon da. Der Bereich war actually schon da. Also hier die beiden Straßen. Ich weiß, diese Stadt konnte man, glaube ich, auch schon sehen. Und der gesamte Bereich war schon da. Und der Bereich vor allen Dingen sieht halt unendlich geil aus. Und deswegen habe ich mich so schon so extrem auf Texas gefreut gehabt. Und deswegen habe ich mich überhaupt erst informiert, ob da ein neues DLC kommt. Habe dann gesehen, es kommt ein neues DLC. Da habe ich dann wie Bolle drauf gefreut, wann denn das neue DLC denn kommt. Und habe deswegen auch mit dieser Aufnahme jetzt extra darauf gewartet. Genau, das so zum Werdegang. Und ja, würde ich mal sagen, wir haben aktuell keine Mission, beziehungsweise wenn wir sie gehabt hätten, wäre sie ja weg gewesen, weil ja, neue Version und so. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Ich würde erstmal, wir sind ja, unsere Garage ist ja, wo ist unsere Garage eigentlich? Warte mal ganz kurz. Mal kurz gucken hier. Unsere Garage ist in Salt Lake City. Da haben wir. Ich überlege gerade, ob wir jetzt mal mit unserem LKW da unten hingondeln und hier mal ein paar Sachen machen. Oder ob wir mal ein paar Schnellaufträge machen. Weil ich habe auch gehört, man soll wohl ein paar von diesen Schwerlasttransportmissionen, soll es da wohl viele geben. Weswegen ich das ganz gerne machen würde. Uns wird jetzt natürlich keiner ange. Ui, so eine Streckenlänge. Wer macht denn sowas? Wir machen mal das hier. So. Wow. Das klingt sehr interessant. Mit unserem süßen kleinen LKW ist die beste Strecke aktuell. Aber nee, ich würde gerne nach. Leider kann man hier nicht nach DLC filtern. Das fehlt. Dass man hier. Ne, also, ich kann hier jetzt manuell sagen, ich möchte von hier aus starten, ne, denn ne, ist alles, was von da aus startet.
Aber es gibt halt nichts, wo man jetzt sagen kann, ich möchte aus diesem Gebiet heraus starten und dann in zum Beispiel dieses Gebiet fahren. Also von Texas nach Nevada zum Beispiel. Sowas gibt es hier noch nicht. Da musst du halt manuell mal gucken, was geht von Texas nach Nevada. Und von Texas sehe ich gerade überhaupt gar nichts. Ich weiß gerade auch aktuell nicht die Abkürzung. Ich weiß halt, dass das MT für Montana steht, das steht für Utah, das steht für, weiß ich schon gar nicht mehr, Kalifornien, Nevada, Wyoming. Also hier oben das WY, sieht man glaube ich nicht mehr bei euch, wie in Kamera. Hier oben steht WY, das steht für Wyoming. Ja, wie gesagt, CO, keine Ahnung. ID. Idaho, ne? Ist ja eigentlich alles relativ, ich meine, so viele Sachen gibt es ja nicht, die damit anfangen. Aber ich sehe halt nicht irgendwie, was auf Texas schließen lässt. Aber gut, wenn ich jetzt mal hier raufklicke, den sehen wir ja. Okay, also doch TX. Okay. Ja, so viel haben wir hier nicht. Wobei hier oben ist schon direkt eine Schwerlasttransportmission für 105.000. Das ist. Achso, die 105.000 sind jetzt sogar. Krankenwagen. Okay. Oh, ist aber ja schon eine lange Strecke. Von dann. Ich würde halt gerne hier erstmal hier drinnen bleiben. Ja, wisst ihr? Von Texas nach Texas. Gibt es denn hier was? Wahrscheinlich nicht, wenn ich nach preisige Streckeneinheit sortiere. Dann wahrscheinlich nicht. Aber hier gibt es was. Texas nach Texas und Texas nach Texas. Aha. Da würde ich mal sagen, wir machen mal die obere, da gibt es nämlich 16.000. 370 PS. 470 PS. Komm, wir machen einfach mal die hier, ne? Das klingt gut. 10 Gänge. Let's go! So, und dann können wir mal noch über ein bisschen das sprechen, was noch so. Ich glaube mal, die Folge wird eine kleine Special-Folge, wo ich erstmal so ein bisschen über die Neuerung erkläre. So, we are in the game. Ja, natürlich, eine Grafik hat sich jetzt nicht so viel geändert. Hä, wer hätte es gedacht? Hier wird ja richtig gearbeitet. Was ist denn hier los? Ja, was, wie wo? Genau, also, genau, jetzt können wir mal zum Beispiel in diesen Fotomodus reingucken, der hat sich ein bisschen verändert. Hier, Fotomodus. Warum muss ich jetzt nochmal neu laden, obwohl ich doch schon, ich, I'm in the game, bitch. Ja, okay. So, ne, man sieht hier, links dieser große Block ist weg, den kann man jetzt mit Leertaste Dings dann, ist auch überarbeitet. Leider sind Sachen, die ich mir wünsche, nicht mit drinne. Zum Beispiel kann man hier, jetzt weiß ich gar nicht, worüber ich letztens, ich habe letztens über irgendwas philosophiert, dass es cool wäre, wenn man hier was, ich weiß gar nicht, was war denn das? Ist ja auch egal. Oh, ja, jetzt habe ich, ja gut, Linksklick ist klicken, fotografieren, ja, Rechtsklick ist natürlich verschieben. So, ansonsten die drei Werte gibt es noch früher, das hier gibt es noch viel früher. Sättigung gab es früher, glaube ich, auch. Neigen gab es auch schon immer. Also die Sachen, die man machen kann, sind weitestgehend gleich, aber das Overlay hat sich halt verändert. Man kann jetzt hier zum Beispiel hier raus direkt die Lampen einstellen, was jetzt natürlich nur nachts was bringt. Boop. Ja, kann man jetzt hier sagen, okay, Licht, noch mehr Licht und Blinklicht. Okay, wir haben ja leider gar kein Blinklicht. Das ist natürlich sehr traurig. Ja, also ne, hier kann man Licht einstellen. Ist nicht sehr intuitiv, aber wenn man denkt, er ist an, obwohl das hier an ist, warum ist das denn pop aus und jetzt geht es aber nicht wieder mit an, obwohl es hier immer noch an ist, ne, bleibt es immer noch aus. Also, ja, ist noch nicht ganz feine Art, aber es geht schon. Ansonsten gibt es hier auch im Fotomodus irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Da habe ich auch schon gesehen, wenn man jetzt auf die Map geht, hat man jetzt hier also hat man jetzt hier so neun Posten. Dieser Posten ist die beide hier. Eine Sehenswürdigkeiten. Und da sieht man hier schon so diverse Fotosymbole. Und wenn man mit der Kamera also wenn man hier zum Beispiel langfährt mit dem LKW,
sich hier hinstellt und ein Foto schießt, wo das als Hintergrund ist, dann bekommt man irgendwas, keine Ahnung. Genau, das dazu. Ansonsten gibt es was auch relativ, also was auch neu ist in der 1.46, ist der Firmenbrowser. Der Sinn von dem erschließt sich mir jetzt in-game noch nicht so ganz, außer man möchte nur für spezielle Firmen fahren, was ja durchaus möglich ist. Ja, also wenn man jetzt sagt, ich möchte nur für Astell fahren, dann kann man gucken, okay, wo gibt es denn diese Firma überall? Ne, grün heißt immer, von hier fährt die Firma los und rot heißt, von hier kann man Missionen nehmen, die dahin fahren. Also grün ist quasi Start und rot ist Zielmöglichkeit. Natürlich, wenn die Firma da ist, ist da natürlich beides. Das heißt, man kann ja gucken, okay, wenn ich jetzt direkt für Astell fahren möchte, muss ich zu einem von diesen grünen Punkten, zu diesen bunten Punkten hinfahren und kann direkt von dort einen Auftrag annehmen. Wann man das in-game in der Praxis machen sollte, weiß ich jetzt nicht unbedingt, wenn man direkt nach Firmen sucht. Meistens sucht man ja eher nach Auflieger-Typ oder sowas, was man übrigens auch machen kann. Ne? Auflieger kann man ja auch sagen. Ich möchte jetzt alle Stellen mit Kaufauflieger oder Frostschutzauflieger. ja, oder halt klassisch nach, hier die Icons finde ich süß. Hier diesen kleinen Tröpfchen, die alle eingefärbt sind. Ne? Gut, Benzin gelb, weiß ich jetzt nicht. Hier diese Zitronengelb, wird immer schwieriger. Ich habe noch nie Diesel gesehen, was so schön gelb leuchtet. Außer da sind Stoffe drin, die man nicht drin haben möchte. Genau, dann kann man halt hier sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt mal Reifen fahren. Wo gibt es das denn? Oder ich möchte jetzt unbedingt mal Schrottautos fahren. Wo gibt es diese dann? Und hier sieht man zum Beispiel, hier kann man nur welche abholen, aber nicht hinbringen. Oder hier kann man nur welche hinbringen, aber nicht abholen. Ne? Ist das denn? Genau. Also das hier macht schon eher Sinn. Das hier auch. Hier oben die Firma ist wahrscheinlich einfach nur, weil man es kann. Genau. Ja. Kann man nicht noch mehrere auswählen? Nee, man kann nicht mehrere auswählen. Schade. Ja. Gut. Genau, das dazu. So, ansonsten für uns hat sich nicht viel groß verändert. Das Schöne ist auch, meine ganzen Mods funktionieren weiterhin, wobei ich wollte mal kurz gucken. Wir haben ja diese LKWs, weil es hat sich wohl auch auf der technischen Seite ein bisschen was verändert. Man sieht aber schon, die Texturen funktionieren weiterhin. Auch bei den Aufliegern funktionieren die Texturen weiterhin. Sonst hätte ich gar nicht aktualisiert zu 1.46, das gucke ich immer vorher. Also texturmäßig passt alles. Aber ich würde jetzt gerne mal, also jetzt haben wir gerade einen Auftrag angenommen. Egal, ist gerade völlig egal. Einsteigen, ja. So. Wir haben ja sowieso noch gar nichts, doch haben wir schon angenommen. Das heißt, wir müssen den Auftrag jetzt mal abbrechen. Let's go. Abbrechen, ja. 12.000 Dollar nur? Lol. So. Oh, er sieht immer noch so schön aus wie am ersten Tag. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir mit ihm fahren. Schüsst das Spiel ab? Oder sieht es einfach nur komisch aus? Oder ist alles so wie vorher? Weil bei diesen Dashboard-Computern, also das Dashboard, das Navi und so, das haben sie wohl überarbeitet. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, ob denn noch alte Mods dazu kompatibel sind. Wenn ich jetzt einfach mal einschalte. Ah, okay, doch, nee, dabei funktioniert noch. Cool. Sie sieht auch so erstmal aus. Mal gucken, wenn ich jetzt durchklicke. Okay, das funktioniert aber nicht. Wobei ich das bei den anderen Equipment auch noch nicht probiert habe. Weil es soll jetzt wohl immer bei allen Geräten. Ach nee, das ist ja nur bei diesen Dashboard-Computern, wo das gehen soll. Ne, ich klicke hier so durch, wie so ein Wahnsinniger. Und es soll jetzt wohl nicht nur vier Positionen geben, sondern immer fünf Positionen, wobei die fünfte Position einfach aus ist. Ja, dass das Gerät quasi abschalten kann. Das heißt zum Beispiel jetzt beim Navi hier, ich weiß gar nicht, hier ist fünf. Hier sind auch nur die vier Positionen. So. Aber schön, mit dem LKW passt auch noch alles. Ne, klar, zur Not, wenn es nicht funktionieren würde, könnte ich einfach warten, bis eine neue Version von der Mod draußen ist. Weil der LKW ist ja per Mod eingepflegt. Aber die Textur, ne, der Skin, der wird halt nicht mehr weiterentwickelt, weil es eine uralte Mod ist.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass diese Mod immer noch funktioniert. Gut, dann machen wir mal wieder hier laden. Habe ich eigentlich gespeichert, bevor ich den Auftrag angenommen habe? Nö, haben wir nicht. Okay, dann mache ich einfach mal den hier. Das müsste der sein mit dem Auftrag, ne? Wo ich schon den Auftrag habe. Ja, mit der neuen Version, wenn man hier auf Laden klickt, hängt das Spiel wesentlich länger. Also man sieht, die Maus bewegt sich nicht mehr, seitdem ich auf Laden geklickt habe. Und das ist immer so, weiß nicht, so 10, 15 Sekunden. Immer wenn man auf Laden klickt, hängt er erstmal 10 bis 15 Sekunden. Weißt du, das ist jetzt neu seit dieser Version. Also seit der 1.46, seit dem Update. Ach, okay, da habe ich schon gewechselt. Ist natürlich ein bisschen annoying, aber gut, das willst du machen. Den machen wir hier die 8:38. Mal gucken, auf welchen Stand wir da waren. Und wieder 15 Minuten warten. Sekunden. Oh, Minuten. Das ist aber nicht gut. Ja. Keine Ahnung, warum man da immer so lange hängt. So. Genau, hier haben wir natürlich jetzt mich ein Dings-Display und hier, wenn ich jetzt hier durchschalte, ist auch keine Off-Position. Hä? Die haben doch in allen Kanälen davon geschrieben, dass jetzt die ganzen Dashboard-Dinge auch eine Off-Position haben sollen. Oder ist das eine extra Taste? Hat sich irgendwas geändert? Getriebe, Auflieger, vordere. Ach ja, also was auch noch hinzugekommen ist, ist übrigens Torque-Simulation. Also, dass wenn man den Motor fordert, dass denn die Fahrerkabine sich so leicht seitlich neigt. Ne? Also dieses, was immer in Videos und also in Filmen immer so schön übertrieben dargestellt wird. So, hier haben wir Anzeige des Armaturenbretts. Nö, da ist aber immer noch nur die Taste, die ich belegt habe. Naja, okay. Interessiert das auch nicht wirklich weiter. So, genau. Ne, wenn wir jetzt hier bei uns sind, wir sehen es natürlich hier nicht. Ja, da bewegt sich erstmal gar nichts. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob ich jetzt überhaupt was mal aktivieren muss. Wo dürfte das sein? Müsste eigentlich denn bei Gameplay sein? Umleitung, Regenwahrscheinlichkeit, ne. Stärke, LKW-Auflieger, Drehmoment der Antriebswelle. Oh ja, ist auf 0. Mal schauen, ob ich das auf Maximum drehe. Oh ja, jetzt sieht man es. Dass sich der LKW immer ein bisschen neigt. Sehr schön. Hätte man das auch geklärt. Lass ich das drin fürs Let's Play oder nicht? Vor allem, warum ist das standardmäßig auf 0? Hey, wir lassen erstmal auf 0. So. Genau. Das heißt, jetzt habe ich natürlich auch die Mission nicht mehr. Wir brauchen mal schnell die Mission. Wobei, kann ich doch nächste Folge nochmal machen. Ja, auf jeden Fall, ja, in der Folge erstmal doch nichts geschafft. Das heißt, war jetzt doch eine kleine Erklärfolge. Dann sehen wir uns also zur nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt, in Texas rumfahren. Das wird ein Spaß. Spüre ich jetzt schon. Bis dann.